Ja, hallo Freunde. Der Natur und der Bienen. Heute kontrollieren wir ein ganz besonderes Volk. Und zwar ist das das Volk mit einer Inselkönigin. Die Inselkönigin habe ich vor ein paar Tagen dazugesetzt. Die alte Königin habe ich rausgenommen. Wurde in ein EWK, in ein Einweisungskästchen untergebracht. Und heute gucke ich nach, ob ich meine Inselkönigin auch wiederfinde. Nicht vergessen, das Schild zu kontrollieren, ob hier die Königin drauf ist. Das ist nicht der Fall. Und jetzt geht's los, unsere Königinjagd. Ja, ein bisschen viel los hier. Ich filme mit dem kleinen Stativ. Wenn ich was Interessantes sehe, hole ich ran. Ansonsten erzähle ich euch wie immer, was ich gerade sehe. Zum Beispiel Pollen, gedeckelte Brut. Wenn ihr mitsuchen wollt, die Königin müsste eine blaue Plakette auf dem Rücken haben. Das Volk ist recht ruhig. Ohne Königin wäre es wahrscheinlich ein bisschen aufgebrachter. Also ist davon auszugehen, dass sie die Inselkönigin akzeptiert haben. Maden zu sehen. Zwei, drei Tage alte Maden. Schon hier nochmal. Hier sind Maden in allen Stadien zu sehen. Alle hoch und auch alle die schöne Sonne genießen. Die Pollen in allen möglichen Farben. Und ein Haufen entspannter Ladies. Da eine Bienentraube. Die hält fest zusammen, wie man sehen kann.
Diese werden gebildet als Baugerüst, um vom Boden an den unteren Bereich des Riemchens zu kommen. Wenn ich da so reingucke, von dem Riemchen bis zum Boden sind noch gute 10 cm. Mit solchen Bienenketten wird dieser Abstand teilweise überbrückt. Kommen wir zum Drohnenriemchen von dem Wirtschaftsvolk. Hier ist keine Königin zu sehen. Hier ist auf diesem Riemchen ist ordentlich Futter eingetragen. Glänzender Honig. Den hole ich euch mal etwas näher. Kann man das erkennen? Hier ist nichts zu sehen von der Inselkönigin. Außer Maden auch noch keine neuen Stifte. Auf dieser Wabe ist nichts zu erkennen von der Königin. Aber ich habe auch keine Weiselzellen, also irgendwo muss die Königin sein. Hier sind Maden, verdeckelte Brut.
keine Stifte. Noch keine Stifte. Weiße Zellen auch keine zu sehen. Einfach mal, dass es der Inselkönigin noch gut geht. Leider kann es auch öfters mal passieren, dass die nach dem Tausch der Königin dass das Volk ihre neue Königin nicht akzeptiert und leider Gottes absticht. Das hier ist eine volle Futterwabe. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas draufgelegt ist. Leider noch keine Stifte gefunden. Ja, das macht einen immer etwas traurig, ne? Wenn sich jetzt eine Zuchtkönigin kauft, in der Hoffnung, dass man besser mit der Varroa umgehen kann, mehr Ertrag hat, mehr Sanftmütigkeit, aber das Volk spielt nicht mit. Ja, beim Durchgang habe ich keine Weißelzellen gefunden. Ich habe kein Anzeichen dafür entdeckt, dass Weißelunruhe entstanden ist. Vielleicht ist ja die Königin noch vorhanden, aber sie legt keine Eier, keine Stifte ab. Bisschen merkwürdig aus. Ich gebe dem Volk noch mal eine Woche. Wie gesagt, die alte Königin habe ich noch. Die könnte ich zur Not wieder einsetzen. Ja. Ja, wir geben dem Ganzen noch mal eine Woche Schonfrist. Bis dahin behalte ich die alte Königin auf jeden Fall noch. Das Weißelzellen habe ich nicht gefunden.
Geiselunruhe ist nicht vorhanden. Das Volk macht den Eindruck, als hätte es irgendwo eine Königin. Aber Stifte habe ich leider nicht finden können. Wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, dann abonniert doch meinen Kanal. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn ihr mögt, schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.